Im Blickpunkt steht ein 600-Millionen-Projekt. Die Kernforschungsanlage Jülich ist in eine neue Phase getreten. Dido und Merlin, die beiden großen Forschungsreaktoren, wurden in Betrieb genommen. Dido mit einer Leistung von 10.000 Kilowatt ist ein Materialprüfreaktor. Über 50 Kanäle, in denen Werkstoffe auf ihr Verhalten im Strahlenfeld getestet werden, führen in die Nähe des eigentlichen Kerns. ...2000 Beschäftigte, darunter 350 Wissenschaftler, arbeiten allein in Jülich an der Entwicklung der Kernenergie zu friedlicher Nutzung. Der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung, Hans Lenz, erläuterte die Pläne der Bundesregierung. Das Atomprogramm der Bundesrepublik Deutschland soll die deutsche Atomforschung und Kerntechnik auf allen Gebieten an den Weltstandard heranführen. Es erstreckt sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren und erfordert zu seiner Verwirklichung rund 2,5 Milliarden D-Mark öffentlicher Gelder. Innerhalb dieses 5-Jahres-Programms sollen gebaut werden mindestens 2 Großkraftwerke mit Reaktoren erprobter Bauart, mindestens 3 Versuchsreaktoren fortgeschrittener Konstruktion und 1 Schiffsreaktor für das Kernenergieforschungsschiff der Hamburger Kernenergiegesellschaft. Wenn der Staat Atomforschung und Kerntechnik aktiv und systematisch fördert und Wissenschaft und Wirtschaft hinreichende Initiative entfalten, sind die darin gesteckten Ziele durchaus zu erreichen.